Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Verteidigerinnen der hessischen Bannwälder. Seit dem Mittelalter werden Flächen als Bannwald ausgewiesen, in der Schweiz beispielsweise explizit als Schutz vor Lawinen. Schon damals war das Prinzip der vorausschauenden Planung bekannt und die Menschen wussten, dass nur große und kräftige Bäume sie vor der großen Lawinengefahr schützen konnten. Im 20. Jahrhundert müssen Menschen im Rhein-Main-Gebiet auch wieder vor Lawinen geschützt werden. Sie müssen geschützt werden vor den Gefahren des Raubbaus an der Natur durch Kies- und Sandabbau in einem überlebenswichtigen natürlichen Sperrgürtel mit seinen vielfältigen Schutzfunktionen. Der Bannwald ist nämlich nicht nur ein Naherholungsgebiet für den Menschen im Rhein-Main-Gebiet, er hat auch wichtige Funktionen in einem komplexen ökologischen System. Mit seinen Fähigkeiten, Wasser zu speichern, Feinstaub zu binden, mit seiner Fähigkeit, angesichts zunehmender Hitzesommer für eine natürliche Abkühlung zu sorgen, mit seiner lärmmindernden Wirkung und natürlich auch als Beitrag zu Artenschutz und Biodiversität. Die Lawinen des 20. Jahrhunderts, vor denen die Bevölkerung geschützt werden müssen, bestehen jetzt aus Stahl und Aluminium. Die Verkehrslawine auf den Straßen und der Flächenfraß von Fraport bedrohen die Menschen im Rhein-Main-Gebiet und dagegen gibt es zu Recht einen Bannwald. Aber diese Barriere wird immer löchriger und so kann sie seine wichtige Schutzfunktion immer weniger und immer unvollständiger übernehmen. In den vergangenen 60 Jahren sind allein für den Sand- und Kiesabbau über 240 Hektar Bannwald den Kettensägen zum Opfer gefallen. Geht es nach den Plänen der Firma Sehring, sollen in den nächsten 15 bis 20 Jahren weitere 50 Hektar folgen. Und das ist auch ein Kritikpunkt, den wir an der Stelle haben. All diese Anträge sind schon gestellt und an diesen Stellen schützt das Gesetz nicht vor weiterem Raubbau an der Natur. Aber dieser Wald, meine Damen und Herren, so steht es auch im Gesetz, ist unersetzlich, sprich, er ist nicht zu ersetzen, er ist auch nicht zu rekultivieren. Im wahrsten Sinne des Wortes, es reicht eben nicht, mickrige Bäumchen an einer anderen Stelle als Ausgleich zu pflanzen. Die komplexen ökologischen Funktionen lassen sich nicht auf Plantagen nachbauen. Und deshalb ist es wichtig, den Wald in seiner jetzigen Form dauerhaft im Bestand zu schützen und zu bewahren. Mit dem jetzt vorgelegten Gesetz wollen Sie dem Raubbau Einhalt gebieten. Aus Sicht der Linken durchaus ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht konsequent genug und nicht klar genug. Bereits am 14. Juli 2014 diskutierten wir hier im Hessischen Landtag über die Verbesserung des Bannwaldschutzes. Damals haben wir als Linke Sie gewarnt, ein Gesetz zu beschließen, das die wesentlichen Bedrohungen eben nicht verhindert. Wir haben Sie gewarnt, dass der industrielle Sand- und Kiesabbau weitergehen würde und der Raubbau am Bannwald mit Ihrem Gesetz nicht gestoppt werden könnte. Und daher haben wir 2014 auch ein Gesetz vorgelegt, das deutlich weiterging und deutlich konkreter wurde. Alle Warnungen der Naturschutzverbände, der AnwohnerInnen und auch der Linken haben Sie damals in der Plenardebatte in den Wind geschlagen und ein Gesetz beschlossen, das den Bannwald eben schutzlos vor weiteren Eingriffen lässt. Heute stehen wir vor den gerodeten Flächen als sichtbares Zeichen der gescheiterten schwarz-grünen Regierungspolitik. Als Grüne sind Sie seit 2014 in der Regierungsverantwortung. Über 7 Jahre haben Sie gezaudert, Sie haben abgewartet und Sie haben zugeschaut, wenn wertvoller Bannwald am Langener Salzsee den Profitinteressen weniger Firma zum Opfer gefallen sind. Und dann reicht es eben nicht, sich wie Martina Feldmayer am 20.06.2018 vor den Hessischen Landtag zu stellen und zu sagen, wir finden das auch nicht gut. Nein, von den Grünen in Regierungsverantwortung erwarten wir, dass den Ankündigungen auch Taten folgen und das, solange die Rodungen eben noch nicht vollzogen worden sind. Das wäre Ihre Aufgabe an dieser Stelle gewesen.
Einen Teil unserer Forderungen bringen Sie jetzt erneut ein, 7 Jahre zu spät. Der Druck aber der Naturschutzverbände hatte also offensichtlich Wirkung gezeigt. Und dafür bin ich den verschiedenen Bürgerinitiativen und den Naturschutzverbänden sehr, sehr dankbar, dass Sie tatsächlich dort dran geblieben sind an diesem Thema, dass Sie Druck auf die Grünen ausgeübt haben, die letztendlich dann jetzt auch diesen Gesetzentwurf eingebracht haben. Die Rodung von Bannwold soll zukünftig nur noch möglich sein, wenn die darunter liegenden Rohstoffe nicht auch an anderen Stellen abgebaut werden können. Das haben wir schon damals gefordert, und das ist auch heute richtig. Aber, meine Damen und Herren, liebe Grüne, Sie vergessen einen wesentlichen Treiber der Bannwaldrodung. Mit keinem Ton gehen Sie auf den Flächenfraß ein, den die Expansion des Frankfurter Flughafens verursacht. Und Sie scheinen auch nicht bereit zu sein, diesem Treiben einen Riegel vorzuschieben. Sonst hätten Sie die Gelegenheit genutzt, es genau jetzt in das Gesetz zu schreiben. Wir als LINKE sagen, wer den Wald schützen will, der muss eben auch sagen, wovor er geschützt werden soll. Und daher wiederholen wir unsere Forderung von 2014, auch diese Gefahr des Flächenfraßes des Flughafens zu benennen und explizit in das Gesetz mit aufzunehmen. Dafür haben wir wie 2014 oder dafür werden wir wie 2014 einen Änderungsantrag zu Ihrem Gesetz einbringen. Diese Ergänzung würden die Hürden für eine Abholzung des Bannwaldes um den Frankfurter Flughafen herum deutlich höher legen. Das ist es doch, was die ursprüngliche Intention war. Der Bannwaldparagraf, als er zum ersten Mal formuliert wurde, sollte genau vor diesen Infrastrukturprojekten schützen. Er sollte die Bevölkerung in Rhein-Main schützen vor diesem Flughafen. Und er sollte deutlich machen, der Flughafenausbau darf keinen einzigen Baum mehr fressen. Wir hoffen, dass Sie dieses Mal aus dem Schaden am Bannwald und aus der eigenen Glaubwürdigkeit gelernt haben. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Kettensägen in den hessischen Bannwäldern für immer verstummen. Und ich hoffe, dass Sie dann dem Änderungsantrag von uns auch den Flughafenausbau für den Bannwald zu stoppen zustimmen werden. Vielen Dank, meine Damen und Herren.